Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Ihre Worte in allen Ehren, aber ich möchte Ihnen doch widersprechen. Sie haben jetzt als Beispiel für eine moderate Erhöhung die Erwachsenen angeführt, was ja auch richtig ist, weil die Erwachsenen am allerwenigsten erhöht werden. Dann haben Sie gesagt, es soll kinderfreundlich sein. Aber ich kann ja nicht hergehen und sagen, die Erwachsenen erhöhe ich um 14% und das Kinderticket aber um 25% und das soll dann kinderfreundlich sein. Und das Familienticket wird ja auch über 20% erhöht. Das heißt, die Erhöhungen jetzt, wie sie sind, sind nicht kinder- und familienfreundlich, sondern die sind vor allem freundlich für alleinstehende Erwachsene. Und ein weiterer Punkt, warum ich auch noch mal vorkomme, ist der, dass ich mal die Frage auswerfen möchte, was wir eigentlich mit einem Familienticket erreichen wollen. Denn eigentlich sagt man doch, man will ein Familienticket haben, weil Familien besonders belastet sind, weil sie Kinder haben und jeder mit seinen Kindern die Möglichkeit haben soll, ins Freibad zu gehen. Grundsätzlich ist dieses Familienticket aber so ausgestaltet, dass nur zwei Kinder mit reingehen können. Und so bin ich sicher nicht die Einzige, die die Wahrnehmung hat, dass in Jena durchaus etliche Familien sind, die mehr als zwei Kinder haben. Und diese Kinder gehören auch zur Familie. An der Freibadkasse gehören dann allerdings nur die ersten beiden Kinder zur Familie und die anderen nicht. Ich finde das nicht gut. Ich glaube, wir sollten erstmal das Zeichen setzen, dass zur Familie alle Kinder gehören. Und ich glaube, dass zu familienfreundlich auch gehört, dass man sich Gedanken macht, wie man ein Familienticket auch für die ganze Familie gestalten kann. Und ich würde mich freuen, wenn das in die Gremien mitgenommen wird. Dankeschön. Ja, Herr Tegger, vielleicht nur kurz als Erwiderung. Natürlich ist das irgendwie klar, dass man das so regeln kann. Ich sehe da aber auf gar keinen Fall irgendeinen Zwang. Es gibt Städte, die das anders machen. Es gibt durchaus Städte und auch Museen und weitere Einrichtungen, die ein Familienticket haben, einfach für die ganze Familie. Und meine Meinung dazu ist, dass eigentlich eine Gesellschaft eine Vertrauenskultur leben sollte. Und ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sich alle möglichen Leute zusammentun und an der Freibadkasse vorgeben, sie seien eine Familie, obwohl sie es nicht sind. Sondern die Lebensrealität ist, die Leute gehen mit ihren Kindern ins Freibad als Familie und können dann auch einfach ein Familienticket nutzen. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ausgeführt, warum ich die andere Variante richtig finde. Und wie gesagt, ich hoffe, es wird in den Gremien entsprechend diskutiert.